Ich heiße Marcel Jaron. Ich arbeite hier als Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei der Firma Flexin. Ja, die Ausbildung heißt Elektroniker für Geräte und Systeme. Wir, wie der Name schon sagt, stellen Geräte her und entwickeln Systeme. Ja, die Ausbildung als Elektroniker hat mich daher interessiert, weil ich viel im Alltag mit Elektronik zu tun habe und das bei mir sehr im Fokus steht. Ja, als Elektroniker für Geräte und Systeme beschäftigt man sich viel mit den Bauteilen in der Elektronik. Daher, dass die einzelnen Bauteile dann in einer Schaltung zusammengefasst werden müssen und dadurch das Verständnis da sein muss. Also irgendwann sind es sehr, sehr viele Bauteile, die dann verschaltet werden und dort verliert man schnell mal die Orientierung. Also im Betrieb bin ich meistens dabei, Geräte aufzubauen. Das heißt, bei Geräten die Platinen einzusetzen und die Frontplatte anzuwenden, sodass wir ein fertiges Produkt sozusagen entwickeln. Weitere Themen im Betrieb sind zum Beispiel, dass ich hier auch viel lerne noch. Also noch viel mit zum Beispiel den Trainingsboards hier zusammenarbeite und somit mir mehr Wissen erarbeite. In der Ausbildung wird Löten als erstes wirklich beigebracht. Es ist definitiv noch anwendbar hier, obwohl man nicht mehr so viel damit macht, aber einzelne Reparaturen zum Beispiel werden trotzdem noch gelötet. In dem Beruf kann immer was Gefährliches passieren, dadurch, dass wir mit hohen Spannungen arbeiten. Zum Beispiel in Geräten sind 90 Volt, die dann mal leicht zwicken können, wenn man da mal falsch rankommt. Also in der Ausbildung gibt es bei uns Kernarbeitszeit im Betrieb. Das heißt, von 8 bis 15 Uhr müssen wir da sein. Also die Ausbildung läuft so ab, dass wir 2 Wochen hier im Betrieb sind. Zudem gibt es noch Ausbildungswerkstätten, wo wir dann zu Kursen hingeschickt werden, falls Bedarf ist. Die Schule befindet sich in Spandau und dort sind wir halt unter der Woche. Ja, die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme dauert 3,5 Jahre normalerweise. Man kann sie um 1 Jahr verkürzen. Also als Elektroniker in der Ausbildung verdient man im ersten Lehrjahr 800 Euro und diese stufen sich dann 50 Euro höher. Und als Facharbeiter wüsste ich jetzt nicht, was man verdient.